Herzlich willkommen zu einer neuen Soul-Session mit Margit Hertlein im Soulful Journey Podcast. Eine kurze Ankündigung für die nächste Woche, denn da startet die Soul School, für die du dich jetzt schon eintragen kannst, falls du Interesse hast. Ich freue mich riesig und du erfährst nächste Woche auf jeden Fall noch mehr darüber. Margit Hertlein ist heute zu Gast und ich habe sie zum ersten Mal bei Gedankentanken in Berlin getroffen. Und Margit hat mich mit ihrem Vortrag über Neugier einfach umgehauen. Deshalb teilt sie heute ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit Neugier mit dir. Ganz viel Spaß! Herzlich willkommen nochmal zum Podcast Soulful Journey, liebe Margit Hertlein. Ich freue mich wirklich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, heute mit all deinem Wissen und all deinem Expertentum auch den Hörerinnen und Hörern und mir zur Verfügung stehst. Vielen Dank nochmal dafür. Aber gerne doch. Ja, ich möchte den Hörern gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich habe dich ja selber zum ersten Mal bei Gedankentanken in Berlin live auf der Bühne erlebt. Ja. Was mich auch dazu gebracht hat, dir eine E-Mail zu schreiben. Und ich würde dich ganz gerne darum bitten, dass du dich einmal auf eine Art und Weise, wie es dir am liebsten ist, dass du dich den Hörern einmal vorstellst. Wer ist denn eigentlich Margit Hertlein? Okay, also wer ist Margit Hertlein? Naja, die Stimme hört ihr ja jetzt alle schon. Und wie man an der Stimme hört und vor allen Dingen an der Begrüßung, wenn ich nämlich jetzt alle, die zuhören, mit Grüß Gott beieinander begrüße, dann wisst ihr jetzt alle auch, dass ich aus dem Süden komme. Also sprich Bayern, genauer gesagt Franken. Und ja, wie ich aus der Schule kam, das Abitur gemacht habe, da hat man ja Berufswünsche oder Vorstellungen. Also da waren Klassenkameradinnen dabei, die wollten Ärztin werden oder Lehrerin werden oder Juristin werden, was man halt alles so Schönes machen kann. Ja. Ja, und ich wollte Geschichtenerzählerin werden. Oh, und schön. Ja, das war ein Berufsbild. Das gab es also weder bei der IHK noch zum Studieren. Und ja, dann habe ich mich umgeschaut und habe überlegt, was könnte denn dem am nächsten kommen? Und dann habe ich in München Ethnologie studiert. Ethnologie, haben sie mich in München immer gefragt, ja, was ist denn das? Also was ist denn bitte Ethnologie? Und dann habe ich erklärt, dass das Völkerkunde ist und dass man sich da mit den zum Beispiel Mythen und Märchen und Geschichten fremder Völker beschäftigt, dass man da über Rituale und Tabus was lernt, dass man da über, wie gehen Menschen miteinander um, wie die Strukturen. Ich fand es unglaublich spannend und vor allen Dingen waren da immer jede Menge Geschichten dabei. Das habe ich dann auch studiert, habe dann immer noch mal ganz stolz erzählt, was ich da alles mache. Bloß blöderweise kam dann noch eine zweite Frage. Die meisten Menschen, denen ich das erzählt habe, die haben dann gefragt, ja, und wozu braucht man das? Also, was bringt dir das? Was ist der Nutzen? Mhm. Also, wenn jetzt jemand Lehramt studiert oder Jura studiert oder Ärztin werden will, da fragt dich kein Mensch, wozu du das brauchst. Aber bei so einem Studium wie Ethnologie, das war so, wieso macht die Frau das? Also was bringt es der? Und vor allen Dingen, wie will sie ja Geld verdienen? Und zum damaligen Zeitpunkt wusste ich das auch nicht. Ich wusste nur, dass ich es toll finde. Im Nachhinein weiß ich auch genau, warum ich es so toll fand. Aber es war einfach ein, ja, was magst du jetzt? Und dann habe ich BWL dazu studiert, weil BWL so ein Fach ist, da fragt dich keine alte Sau, wozu man es braucht. Dann nehmen sie es sowieso an. Habe dann Studium abgeschlossen, war Diplom-Betriebswirtin, Ethnologin und stellte mit Erstaunen fest, nein, die Wirtschaft war nicht neugierig auf mich. Und ich habe mir gedacht, die reißen sich um mich. Die sagen, ja komm nur her, sowas haben wir ja noch nie gesehen. Das ist ja der Hammer. Zwei Studiengänge, so ein Orchideenfach und was Praktisches. Nein, es war eher, ja, die weiß ja nicht, was sie will, was soll denn das? Also kann man sich doch auf eines fokussieren, muss man doch da nicht so rumkaspern. Naja, ich habe also keine Festanstellung bekommen und deshalb habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe einen Zubehörversandhandel für VW-Busse gegründet. Ach, wirklich?
Das ist ja abgefahren. Hat jetzt auch nichts mit Reden zu tun, sondern hat einfach damit zu tun, dass ich so ein leidenschaftlicher VW-Bus-Fahr-Fan war und bis 2006 immer diese schönen alten Bullis und T2 und T3 und T4 gefahren habe. Und das war immer so das Leib- und Magenthema. Und ich wusste immer, wo es was gibt. Und ich wusste, wer Sandbleche hat. Und ich wusste, wer da einen Tisch hat, der genau da in die Ecke reinpasst. Ich hab das gemacht, was viele nicht machen. Ich habe einfach mein Hobby zum Beruf gemacht. Ohne jetzt groß drüber nachzudenken, was eine Selbstständigkeit bedeutet, ohne groß drüber nachzudenken, wie das alles funktioniert, habe dann auch noch VW-Busse verkauft im Weiteren, also für einen VW-Händler. Ja. Und auch da, also so Autoverkäufer hat ja nicht unbedingt immer den besten Ruf. Also so in Partnerschaftsportalen, wenn da Männer gut gerankt werden wollen, also wenn sich viele Frauen für die interessieren sollen, da sollten sie Pilot angeben oder Arzt oder Feuerwehrmann. Aber Autoverkäufer, was sind das für eine? Und ich habe es aber nie als Autoverkaufen empfunden, sondern ich habe es immer empfunden als das ist ja das Teil, das, was mir am Herzen liegt, und ich helfe den anderen damit. Ich stecke sie mit meiner Begeisterung an. Ja, habe dann VW-Busse verkauft, bin dann auch Autohauschefin geworden, habe dann mitgekriegt, in meinem Ethnologiestudium Tabus und Rituale, oh la la, wenn du als Frau in den 80er Jahren ein Autohaus leitest, mit 40 Mitarbeitern, wo 38 Männer sind, da kommst du quasi zu einem anderen Stamm. Also du entdeckst quasi ein Ureinwohner und stellst fest, die sind ja ganz anders unterwegs. Also die sind ja... Und vor allen Dingen, ich hatte immer so unglaublich viele Ideen und hatte Mitarbeiter, die jetzt nicht sofort auf jede Idee angesprungen sind und dann gesagt haben, oh Chefin, danke, dass Sie schon wieder in der Woche 3 neue Ideen für uns haben, sondern die eher so, ja, was braucht man da, das Neue, und wozu ist denn das gut und was soll denn das jetzt wieder? Ich habe es nicht verstanden, weil, da komme ich jetzt gleich den Hüpfer rüber zur Neugier machen, weil ich schlicht und ergreifend nicht verstanden habe, dass meine Neugier anders geartet ist als die Neugier von vielen meiner Mitarbeitern. Also wenn wir immer von Neugier sprechen, dann sagen wir ein Wort und meinen aber damit einen ganzen Sack voll verschiedener Neugier. Ja, ja. Und ich habe, nachdem ich gemerkt habe, die haben, die teilen nicht meine Neugier, war es für mich immer sehr zäh, weil ich gedacht habe, ich verstehe es nicht, warum die das nicht begeistert, warum die das nicht interessiert. Ja. Im Nachhinein habe ich es dann rausgefunden. nach dem Autohaus und nochmal so einer musikalischen Schleife bin ich dann bei dem gelandet, was ich bis heute mache. Erst bei einem Bildungsträger, habe Seminare konzipiert, habe die ersten Vorträge gehalten und bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig damit, dass ich Reden halte, dass ich auf Bühnen stehe, dass ich Themen in Workshops vertieft, zumeist mit Führungskräften, und dass es zwei Themen gibt, die mich ganz besonders interessieren. Das eine ist das, wie gehen wir mit uns und mit anderen Menschen um? Ja. Was ist da unsere innere Haltung? Weil ich kann natürlich lächeln und ich kann natürlich eloquent im Außen daherreden, aber im Inneren denke ich mir, ja, so ein saudummer, blöder Hund. Was will denn der Ja. Oder ich kann mir auch im Inneren denken, ja, was erzählt ihr mir denn alles? Ich habe doch keine Ahnung, wie es bei mir innen drin aussieht. Mhm. Also dieses Thema, du fühlst dich überhaupt nicht verstanden, du verstehst dich selber auch nicht. Also diese innere Haltung im beruflichen, also ich arbeite 99% mit Menschen, die mit Berufsthemen zu mir kommen, lange Ja, das glaube ich. Und das zweite Thema, das ich aber
irgendwo dann daraus ergeben hat, weil es schon immer da war, aber nicht, weil ich es jetzt extra nochmal machen will, sondern weil es einfach nochmal für mich jetzt auch mit zunehmendem Alter, mit meinem zunehmenden Alter, alle, die zuhören, ich bin schon älter und man sieht's. Seid froh, dass ihr jetzt kein Bild habt. Ach, Schwan. Das war jetzt sehr, das war jetzt sehr liebevoll von der Kira, aber zeig es trotzdem noch. Also, dass man mit zunehmendem Alter noch mehr von dem verliert, was Lebendigkeit ausmacht. Und das ist Neugier und darum stelle ich die Neugier, die immer schon da war bei mir, aber jetzt ganz bewusst im Vordergrund und gehe damit auf die Bühne, versuche möglichst viele Vorträge zu halten und möglichst viele Menschen zu erhalten, weil wir altern körperlich, wir haben körperliche Schwächen, körperliche Gebrechen, wir haben Schwierigkeiten mit unserem Körper, aber das Schlimmste ist, wenn wir unsere Neugier nicht pflegen, wenn wir uns auf den Weg begeben und unsere Neugier außer Acht lassen, dann sind wir wirklich uralt. Ja, ja. Und das können wir schon mit 20 sein. Definitiv. Weil meine Neugier-Killer, die schlagen egal in welchem Alter zu. Also Neugier-Killer ist, das kenne ich schon, das weiß ich schon, das brauche ich nicht. Mhm. Ja. Und ich höre es manchmal auch flüstern bei mir. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin oder wenn ich mit jemandem zusammensitze und der erzählt mir was und dann kommt auch wieder so das Stimmchen, ah, das kennst du doch schon, ah, das weißt du doch schon, ah, das brauchst jetzt nicht, das Gespräch. Und das sind Neugierkiller. Und für mich ist Neugier einfach, also erstens mal ist es schlicht und ergreifend ein Grundmotiv. Ohne Neugier wären wir Menschen nicht da, wo wir heute sind. Hm. Und Neugier hilft uns aber auch, menschlich und lebendig zu bleiben. Und das finde ich so wichtig. Ja, weil wenn ich nicht neugierig auf andere Möglichkeiten bin, tja, da bleibe ich halt bei dem, was ich kenne. Weil ich kenne ja schon alles, ich weiß ja schon alles. Und das brauche ich sowieso nicht, was die anderen mir sagen. Ja, ja. Und das schleicht sich schon relativ früh ein. Bei den meisten leider, ja. Was auch damit zu tun hat, dass wir auch nicht so sehr verwöhnt werden. Also Thema Neugier ist ja, Kira, wenn du jetzt hörst, jetzt sei doch bitte nicht so neugierig. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz schon mal gehört hast. Na doch. Doch? Ja, schon öfter. Ja, aber dann wird das nicht als Kompliment ausgesprochen. Nee. Oder wenn ich höre, sei nicht so neugierig, dann ist es kein Kompliment, sondern dann ist es eher ein, ja, was mischst du dich denn in Sachen ein? Ja, es ist so ein bisschen Mund verbieten, ne? Zum Schweigen bringen. Genau, genau. Mhm. Und das meine ich damit, dass wir nicht unbedingt in unserem Kulturkreis die besten Karten haben, um unsere Neugier hochzuhalten, weil wir haben einfach schlechte Vorbilder oder Role Models, wie man so schön sagt. Also wir haben ein zündelndes Paulinchen im Struwelbäder. Hast du die Zündhölzer nicht auf? Sei nicht so neugierig, probier nicht alles aus. Das aber Wissensdurst ausprobieren, der Anfang von jeder wissenschaftlichen Neuerung ist, steckt da natürlich auch drin. Aber no risk, no fun. Ja, das stimmt. Dann haben wir in der Bibel einige wunderschöne Anti-Neugier-Beispiele, also im Sinn von lass die Finger davon. Mhm. Eva und Adam im Paradies. Eva ist neugierig auf den Apfel, weiß aber, den sollte sie nicht anfassen. Sie sollte sich, weil die Schlange verheißt ja Wissen mit dem Apfel. Mhm. Das ist ja Wissensdurst, was die Eva treibt. Ja. Also nicht Sensationsgier, sondern Wissensdurst. Und dann, tja, müssen sie aus dem Paradies raus. Mhm. Lots Frau wurde zur Salzsäule, weil sie sich umdreht hat, um zu schauen, was aus Sodom und Gomorra wird. Die Pandora, griechische Antike, die hatte eine Büchse. Und auch da hieß es, Pandora, lass die Finger davon. Was macht die Pandora? Öffnet die Büchse der Pandora und schon kommen alle misslichen Sachen ins Leben. Gut, zum Schluss war die Hoffnung noch drin. Ja. Aber das, ein Hund im Hintergrund. Ja, der ist hier draußen wahrscheinlich. Aber die,
Aber es klingt noch relativ fröhlich. Ja, ich glaube, er ist noch gut drauf. Bei dem Wetter. Gut. Also was ich meine mit dieser Neugier hat schlechte Karten und Neugier ist nicht wirklich, wie soll man das sagen? Nicht wirklich anerkannt oder gesellschaftlich? Naja, sie ist schon anerkannt, aber sie ist nicht gern gesehen, sagen wir es mal so. Ja, ja. Also du sollst schon neugierig auf Wissen sein, aber eigentlich sollst du nicht neugierig sein. Ja, verstehe. Das ist ja in der Schule, ich habe im Vortrag in Berlin im Estrella auch das Beispiel gebracht von der Studie, wo man Kinder begleitet hat. In der ersten Klasse haben die noch 20 Mal ihren Finger gehoben, geschnipst, ja. Frau Lehrer, warum ist denn das so, Also Wissensdurst, Neugier. Und in der vierten Klasse waren es pro Stunde nur noch 2 Schnipser, 2-mal gemeldet. Das heißt, was haben diese Kinder unbewusst gelernt? Frag nicht so viel. Ja. Es ist nicht so gern gesehen. Und klar stört es auch den Unterricht. Aber wir lernen relativ früh, halte ich ein bisschen zurück. Aber ich sollte vielleicht nochmal, weil ich vorhin gesagt habe, so unter dem kleinen Wörtchen Neugier, so ganzen Sack voll Aspekte, vielleicht soll ich das nochmal sagen, Kira. Ja, gerne. Okay, also zum einen gibt es natürlich tatsächlich eine Neugier, die unangenehm ist. Das ist die Sensationslust. Also das ist die Neugier, da ist ein Unfall auf der Autobahn und auf der Spur daneben ist auch ein Stau, weil die Leute einfach schauen, was da los ist. Also auch diese Auswüchse mit, dass Menschen bei Unfällen hingehen und mit dem Handy Verletzte filmen. Das ist einfach eine Art der Neugier, die ich schrecklich finde. Ja. Das ist diese Sensationslust, Sensationsgier. Und da kann man wirklich sagen, das könnte man lassen. Das brauchen wir nicht. Ja. Dann gibt's die soziale Neugier. Soziale Neugier heißt, ich bin neugierig auf Menschen und auf Beziehungen. Weil es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, ja, also den Mensch an sich mag ich, aber die Leute mag ich nicht. Also ich bin ein Menschenfreund, aber die Leute gehen mir am Keks. Da wäre es dann vielleicht hilfreich in manchen Berufen, wenn man etwas soziale Neugier entwickeln würde. Ja. Also nichts Schlimmeres als in Berufen, die ja ganz viel mit Menschen zu tun haben, zum Beispiel in Gesundheitsberufen, in der Pflege, in der Medizin. Beim Lernen, wenn mich die Menschen nicht interessieren, also wenn ich nicht mehr neugierig drauf bin, was der wirklich braucht von mir. Und der andere Aspekt der Neugier ist die epistemische Neugier. Das ist das offizielle Wort für Wissensdurst. Das heißt, das ist die Neugier, die uns vorantreibt, die uns Neues entdecken lässt, die uns Neues entwickeln lässt, die dafür sorgt, dass wir zwei miteinander reden können, die Kopfhörer entwickelt hat, die wir aufhaben. Yay. Also genau, die ganzen schönen Sachen. Ja. Und die ist natürlich gewünscht. Aber wir packen eben Neugier alles in einen Sack und hauen drauf und sagen, sei nicht so neugierig. Und manchmal schütten wir dann das Kind mit dem Bart aus. Wahnsinn. Also ich merke einfach und spüre auch über dem Bildschirm sogar, wie du bei diesem Thema aufblühst. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und was ich noch mal kurz hervorheben möchte und wirklich Hut ab dafür, dass du so gut wie von Anfang an deiner Begeisterung gefolgt bist. Du hast ja von Anfang an mit den Entscheidungen, die du beruflich getroffen hast und mit dem, was du da Schritt für Schritt sozusagen aufgebaut hast bis heute, bist du ja einen Weg gegangen, der immer in einer Verbindung mit Begeisterung stand. Ja. Und ganz, ganz viel meine Neugier befriedigt hat. Ja, ja. Also das ist ein großer Motivator für mich. Ja, genau. Und ich finde, da kam auch schon richtig durch, wie groß oder wie kraftvoll auch das Motiv Neugier sein kann und dass es eben auch ganz viel in einem Menschenleben bewirken kann. Und ich musste da an ich hatte
ein bisschen auf seiner Seite gestöbert natürlich. Okay. Und ich fand das Zitat ganz toll, was da eingebracht wurde. Das Ende der Neugier ist der Anfang der Tretmühle. Ja. Und ich fand es einfach so ein passendes Bild, was es einfach auch nochmal super beschreibt, was Neugier wirklich kann, was Neugier macht und was es auch für das Leben bedeutet. Wenn ich Neugier ja nicht zulasse oder mir selber nicht erlaube oder sie sogar selber kleinrede und versuche, sie komplett zu ignorieren. Oder denke, es ist nicht gewünscht, ja, weil ich genau. Von außen die Rückmeldungen kriege, jetzt sei mal nicht so neugierig. Ja, genau. Und ich glaube, dass ganz viele, oder es ist mir jetzt schon so oft begegnet, dass die Neugier auch auf sich selbst eine ganz große Rolle spielt. Also die Neugier nach, was sind denn überhaupt so meine, was steckt denn in mir, was habe ich denn für Fähigkeiten, wie kann ich die denn einsetzen? Also sich selber auch so neugierig auf sich selbst zu sein und sich selbst ein Stück weit zu hinterfragen und dann auch nach außen hin neugierig zu sein, dass das wirklich bei ganz vielen, ja, als was ganz Negatives, Unangebrachtes und etwas abgespeichert ist, also gefühlt so richtig abgespeichert ist, dass der Zugang gar nicht mehr so richtig besteht oder dass sogar Angst eine Rolle spielt, diesen Zugang aufzumachen zur Neugier. Kannst du dazu... Ich könnte ja tatsächlich was in mir oder in anderen oder in der Welt, die mich umgibt, entdecken, die meinen Glauben an das, was ich bisher für fest angenommen habe, erschüttert. Und das ist ja blöd. Also wenn ich der Meinung bin, alle sind Deppen und stelle dann fest, nein, es gibt tatsächlich nette Menschen, das kann einen ja schwer erschüttern. Es ist ja... Das stört erstmal das Weltbild. Ja, definitiv. Und wie würdest du denn sagen, kann so jemand, der jetzt denkt, also mir geht es oft so, dass ich dann eigentlich eher meine Neugier zurückstecke, weil ich das dahinter gar nicht sehen will. Also ich will das eigentlich gar nicht wissen, obwohl ich neugierig bin, doch ich habe Angst davor, was dahinter liegt. Also lasse ich es einfach. Also die gute Nachricht ist, wir sind alle neugierig. Wenn wir nicht mit einer guten Portion mit diesem Motivator Neugier geboren worden wären, wären wir schlicht und ergreifend nicht in der Lage, jetzt zuzuhören. Keiner säße jetzt am PC oder an irgendeinem Abspielgerät, weil wir dann gar nicht aus dem Babybett rausgegangen wären. Mhm. Wenn es mich nicht interessiert, wie die Welt draußen ist, bleibe ich einfach liegen. Ja, ja. Warum soll ich laufen lernen, wenn es auch mit Rumrollen geht? Mhm. Also haben wir alle die Neugier. Was wir aber haben, ist mehr oder weniger, also bei manchen mehr, bei manchen weniger, dass die Neugier nicht gepflegt wurde. Also dass man die Neugier verkümmern hat lassen oder zugeschüttet hat. Mhm. Und wie gesagt, die gute Nachricht ist, wir haben es alle. Und wenn ich will, kann ich meine Neugier wieder zum Blühen bringen, wieder schön herrichten, der wieder was Gutes tun. Aber der Punkt ist natürlich, wenn ich das, was ich da entdecken könnte, wenn ich das gar nicht sehen will, ja, Kira, dann ist blöd. Weil wenn ich es nicht sehen will, sagt die Neugier, okay, Schatzi, du willst es nicht sehen, dann interessiert es mich auch nicht. Dann ist die Tür zu, quasi. Dann kommt die Neugier, kommen die drei hübschen Neugierkiller reingetrabt und sagen, das können wir, das brauchen wir nicht. Und wissen tun wir es schon ewig lang. Und dann hat sie das Ganze. Ja, das stimmt. Ich glaube auch so wie du, dass jeder diese, nennen wir es jetzt mal Pflanze, die Pflanze Neugier in sich trägt und damit geboren wurde und das auch in jedem drin steckt. Ja, wir haben ja sogar eine Neugier-Mimik. Also es ist wirklich in unserer unserer Grundausstattung so als Motivator verankert, dass wir Menschen ansehen können, wenn die nicht neugierig sind, dann machen die nämlich ein anderes Gesicht, als wenn sie neugierig sind. Mhm. Und das Neugiergesicht zeichnet sich durch große Augen aus. Also ich mache jetzt gerade
große Augen und schaue die Kira mit hochgezogenen Augenbrauen und großen Augen an. Ja. Meine Stimme verändert sich dann auch ein wenig. Und es macht tatsächlich einen Unterschied. Also wenn ich merke, dass sich ab und an wieder die neuen Killer da reinschleichen und da das Flüstern anfangen, ey, das kennst du doch schon, das weißt du doch schon, das brauchst du doch nicht. Zuerst tut dir das wieder an. Dann mache ich oft ganz bewusst große Augen. Mhm. Im Sinn von, ich verwende das Bodyfeedback, um meine Neugier einfach über meine Körperlichkeit, also die Art, wie ich meinen Körper einsetze, ja. Das hängt ja dann gut immer damit zusammen, wie die Emotion ist. Also ja. Es gibt so bestimmte Körperhaltungen, da kannst du dann gut fröhlich sein oder du kannst auch schlecht gelaunt sein. Mhm. Und wenn du bestimmte Muskelgruppen aktivierst und das über einen längeren Zeitraum machst, dann wirst du garantiert extrem schlechte Laune haben. Ich kann es aber auch positiv machen. Das heißt, wenn ich ein Neugiergesicht mache und das Neugiergesicht hat eben große Augen, hochgezogene Augenbrauen, und wenn ich mit diesem Neugiergesicht bestimmte Dinge ansehe, dann fallen mir auch wirklich andere Dinge wieder auf. Ja. Und ich sehe wieder Sachen, die ich vielleicht schon gesehen habe, und aber mit diesen großen Augen unter einem anderen Aspekt. Mhm. Also man kann sich zum Beispiel auch selber mit großen Augen anschauen. Ja, ja. Also würdest du sagen, das ist ja wirklich wie ein praktisches Tool, was ich eigentlich täglich, jeden Tag vom Spiegel, im Schaufenster, überall einsetzen kann, um mich immer mal wieder so an dieses, also ich mache es jetzt auch gerade schon. Ja, ich sehe schon. Ach, es tut mir so leid, dass ihr das nicht sehen könnt. Wir machen riesen Augen gerade. Ja, es macht natürlich was mit einem, wenn ich so meine Gestik trainiere. Also vielleicht kennen das etliche. Vera Birkenbiel hat schon sehr früh in den 70er Jahren einen Aspekt des Bodyfeedbacks benannt, und zwar wenn du einen Stift so in den Mund nimmst, dass die Mundwinkel nach oben gehen, also dass ein bestimmter Muskel im Gesicht angespannt wird, der beim Lächeln und Lachen angespannt wird. Ja. Du hast 0,0 Grund aber zum Lachen und du hältst diesen Gesichtsausdruck, dieses Lächeln. Ja. Dann bist du spätestens nach so 1,5-2 Minuten kommt es in deinem Gehirn an als, ach, der Chefin geht's heute gut, die lächelt. Mhm. Obwohl du überhaupt keinen Grund gehabt hast. Und das funktioniert mit den großen Augen auch. Wahnsinn. Das ist der ultimative Megatipp, weil es auch so leicht ist. Also ich brauche ja nichts außer einen Stift oder einen Spiegel, und es ist so einfach, das einfach immer mal zwischendurch für mich zu tun, um diese Neugier mal wieder zu wecken oder ein bestimmtes Gefühl zu spüren oder mich zu verbinden mit diesem Gefühl. Und wenn man jetzt Filme gern anschaut, wie ich, euch auch, dann anschaut, wer welche Augen macht im Film. Natürlich werden im Film die Schauspieler vom Regisseur Anweisungen bekommen oder Tipps bekommen, wie sie das machen sollen. Aber nicht umsonst hat ein Terminator eine Sonnenbrille auf und der hat mit Sicherheit keine großen, runden Augen und sagt, oh, ist das eine interessante Welt. So. Ja. Und auch ein Clint Eastwood als Dirty Harry hat so Augenschlitze. Mhm. Und auch der sagt, interessant, was ich da für einen Menschen vor mir habe. Der hat ja also ziemlich viel Mist gebaut, aber ich bin ja doch neugierig. Nein, der sagt einfach, make my day. Mhm. Wir kriegen es unbewusst über solche Bilder und Filme mit. Und wir kriegen es bei den Babys mit. Also jedes Baby, das im Kinderwagen liegt oder in der Wiege liegt oder in seinem Bettchen liegt, wenn da ein Erwachsener hingeht, ich sage jetzt mal ein normal unterwegs seiender Erwachsener, dann geht er zu dem Baby hin und macht große Augen. Der macht keine Terminator-Augenschlitze. Der geht nicht hin und sagt, hallo, mein Name ist... Nee. Sondern wir machen etwas, was ein bisschen albern ausschaut. So diese großen Augen.
Da, schau. Ja. Gut, die Wortwahl Babys gegenüber ist nicht sehr eloquent, gebe ich zu. Wo ist er denn? Ist eine ziemlich bescheuerte Frage. Ja, wo wird er denn sein? Ja, der liegt vor mir. Aber Sicherheitsfrage. Sicherheitsfrage. Halten Sie bitte auf diesen Fragebogen, liebes Baby, an, ob Sie gerade hier liegen oder sich woanders befinden. Ja, nein, vielleicht. Genau. Aber was wir unbewusst machen, wir machen große Augen. Und das ist gut, ja, fürs Baby. Hm. Weil wenn ein Baby, also das muss man sich nur mal vorstellen, Babys, die mit so Clint Eastwood-Augen in der Wiege liegen, wow, scary, spooky, ja. Also da weißt du dann in dem Film, das ist irgendein Außerirdischer oder irgendwas, weil ein Baby mit kritischen, also man nennt diese zusammengekniffenen Augen auch den kritischen Blick, und der hilft tatsächlich, wenn man eine Excel-Tabelle korrigieren will. Wenn man einen Aufsatz korrigieren will und sehen will, ob man noch irgendwo einen Rechtschreibfehler oder einen Zahlendreher oder was auch, da ist es wirklich gut. Ja. Aber nicht für die Neugier, um was zu entdecken. Nee. Und das Trick ist ja schon in sich, finde ich. Entdecken. Also Entdecken ist ja schon etwas, wofür ich offene Augen brauche, um es überhaupt zu sehen. Genau. Und ich, nachdem ich ja schon älter bin und weiß, wie sehr manchmal die Neugier leitet, wenn man, wenn so eine Tretmühle angeboten wird, verordne ich mir aber auch immer Neugierprogramme. Also ich mache es noch einen Schritt weiter. Ich nehme mir zum Beispiel immer ein Jahresmotto vor. Mit dem habe ich ungefähr vor 10 Jahren angefangen, wie ich gemerkt habe. Also wenn man in einem Beruf drinnen ist, und ich mache jetzt Rednerin, Coach, mache ich jetzt schon seit 25 Jahren, 20 davon selbstständig, dann kennst du schon viel. Dann weißt du schon viel. Und dann denkst du, das brauche ich jetzt nicht. Und um mir selber zu verordnen, dass ich neugierig bleibe, mache ich ein Jahresmotto und nehme dazu Dinge, von denen ich nicht den Hauch eines Schimmers habe. Und das gibt es ja bei, also gut, es gibt Menschen, die haben von allem Ahnung, aber zu denen gehöre ich nicht. Und dann gibt es ein Jahresmotto. Ich nehme zum Beispiel gerne Künstler, die irgendwie 200. Todestag haben oder irgendwas Besonderes, weil da gibt es dann viel Ausstellungen, viel Material, du findest viel Internet. Und da hatten wir zum Beispiel Jahresmotto Caravaggio, das ist ein Maler des Barock. Mhm. Und dann habe ich zum Caravaggio habe ich Krimis gefunden, was ich toll finde. Krimis lesen, wo man auch noch was entdecken kann, finde ich super. Also Krimis zu Caravaggio. Dann habe ich eine tolle Biografie von ihm gefunden. Dann habe ich nachgeschaut, wo überall Bilder von ihm hängen. Und dann sind wir im Urlaub so quasi von Museum zu Museum gefahren. Ja. Und am Jahresende, und das ist aber der wichtige, also für mich jetzt der wichtige Trick dabei, das hat kein Ziel. Mhm, ja. Das ist ein absichtsloses Neugierigsein, Entdecken und es einfach genießen, etwas Neues zu erleben. Ja. Nicht schon wieder mit dem Ziel, ich will die Caravaggio-Expertin werden. Nein, never ever. Ja, ja. Also ohne Kontrollzwang oder Erwartungen. Yes. Ohne Perfektion, ohne Kontrollzwang, sondern in einem absichtslosen Genießen des Neuen. Ja. Und das verordne ich mir jedes Jahr. Ach, das ist mega gut. Und dann kommen eben so Sachen raus wie James Turrell, ein amerikanischer Astronom, Astrophysiker und Künstler, den ich, also hammermäßig, der baut seit 40 Jahren in Amerika einen erloschenen Krater zum Kunstwerk um. 40 Jahre baut er schon an dem Krater rum, um da draußen Kunstwerk zu machen. Und sowas, das sind für mich Inspirationen, Entdeckungen, und das finde ich einfach cool. Ja, und es ist halt für viele auch, also ich habe noch nie davon gehört. Ja. Es ist für viele ja auch neu und somit ja auch wiederum eine Inspiration, wenn du es weitergeben kannst. Und wenn ich sowas erzähle, dann sage ich auch also in Berlin habe ich es nicht gemacht, weil bei Gedankentanken Rednernacht, da sind ja die Redeslots sehr kurz.
Das sind 20 Minuten. Also wir haben ja jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde geredet. Da muss ich immer sehr achten drauf, was ich da erzähle. Aber normalerweise, wenn ich dann sowas erzähle, also mein Caravaggio-Jahr oder James Tyrrell, sage ich, und jetzt achtet mal drauf, wenn ich euch das erzähle, ob eure Neugierkiller kommen. Ob die sagen, das weißt du schon. Das kennst du doch schon. Oder ob der Neugierkiller kommt. Was soll denn der Quatsch? Caravaggio, wozu braucht man das denn? Und damit bin ich am Anfang von meinem Lebenslauf mit dem Ethnologiestudium. Ja, wozu braucht man das denn? Das hätte ein Neugierkiller werden können. Ich habe es anders gelöst, indem ich BWL dazu studiert habe. Ich wusste nicht, wozu ich Ethnologie. Ich fand es einfach nur spannend. Und ich will jetzt hier auch nicht dem, liebe Leute, geht ohne Ziel und Plan eures Wegs, macht, was ihr wollt. Finde ich auch nicht so gut. Aber bei aller Strukturierung, bei allem zielgerichtet sein, finde ich es wichtig, der Neugier einen Raum zu lassen, wo sie sich entfalten kann. Ja. Und das ist für mich dieses eben nicht perfekte, nicht kontrollzwangmäßige und einfach so schauen, was da kommt. Ja, ja. Und nicht hergehen und sagen, das kenne ich schon, das weiß ich schon, das brauche ich nicht. Ja. Ich hätte natürlich noch sehr viel mehr andere Tipps, aber wie bei der Tagesschau, alles, was in der Welt wichtig ist, in einer Viertelstunde. Wir haben es jetzt eine Dreiviertelstunde. Gibt es denn noch was, worauf du jetzt neugierig wärst? Was du sagst, das möchte ich noch wissen. Ich bin ein neugieriger Mensch. Ja. Und ich liebe es, neue Dinge zu entdecken, ob es Reisen sind, Kultur und Veranstaltungen, Menschen. Ich finde Menschen super. Ich finde Menschen total spannend. Ich könnte den ganzen Tag im Café sitzen, Menschen beobachten und hätte meinen Spaß dabei und würde noch dabei sehr viel lernen. Und was ich mich auch schon ganz lange so unterbewusst frage, also das ist mir jetzt im Gespräch erst in den Kopf gekommen, gibt es denn eigentlich, es gibt doch mit Sicherheit auch so etwas wie zu viel und zu wenig? Oder gibt es überhaupt so ein Mittelmaß an Neugier? Ist es überhaupt wichtig, sowas zu beachten? Also gibt es auch zu viel Neugier, zum Beispiel im Berufsleben oder in bestimmten Menschengruppen oder in bestimmten Situationen im Leben? Ja. Kann es sowas geben? Sollte man sowas beachten? Ist es wichtig? Oder ist Neugier gleich Neugier? Also zum einen ist Neugier nicht gleich Neugier. Es gibt auch einen schönen Test. Den kannst du auch gern machen, wenn du möchtest. Und in diesem Test wird festgestellt, wie viel von der epistemischen, also nicht von der Sensationsgier, sondern wirklich von diesem Wissenszug, von dieser epistemischen Neugier du hast. Mhm. Und da gibt es eben Menschen, die... Es klingelt rund um mich rum, aber jetzt ist gut. Und in diesem Test wird dann festgestellt, wie viel du von welcher Neugier hast. Und du kannst dir so vorstellen wie eine Linie. Diese Linie hat einen linken und einen rechten Fixpunkt. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und in der Mitte ist der Nullteil. Also das ist so ein Strich und in der Mitte ist Null. Und jetzt gibt es bei der Neugier, epistemische Neugier, auf der einen Seite zu dem einen Punkt, mich interessiert alles. Und zwar völlig wurscht, ob ich es brauchen kann oder nicht. Mhm. Das wäre bis zum Anschlag auf der einen Seite der Linie. Auf der anderen Seite der Linie ist die Neugier, es interessiert mich möglicherweise, wenn du mir sagst, wozu ich es brauchen kann. Also gib mir ein Wozu, kann ich es brauchen, dann kann ich mal drüber nachdenken, ob ich es interessant finde. Und auf dieser Skala ist natürlich dieses epistemische Neugier, neugierig sein auf alles, kann dich natürlich auch im Beruflichen manchmal in Situationen bringen, wo du anderen tierisch auf den Keks gehst. Ja, also die wirklich neugierigen Menschen sind in Firmen oft die bunten Hund. Die sind ein bisschen schwierig, weil die interessieren, was interessierst du dich jetzt denn dafür? Mach doch deinen Job. Ja, schon mache ich, aber das interessiert mich auch. Also manchmal
Und das ist halt so blöd dann, lieben Führungskräfte, Mitarbeiter, die nicht so arg neugierig sind, weil die sind ein bisschen normaler, ruhiger, die sind ruhiger, einfacher zu handeln. Einfacher, ganz genau. Ganz ja, genau. Ja, verstehe. Aber zum Thema Resilienz, man weiß, und das ist in einer Studie belegt, je neugieriger du, also auf dieser gedachten Linie, wenn du bei interessiert mir alles bist, bist du auch resilienter. Ja. Schafft deine eigene Neugier, schafft dir deine eigene Resilienz. Mhm. Mach die höher. Und das finde ich ein sehr gutes Ergebnis. Ja, ja. Während du auch das eben so schön beschrieben hast, mit diesem Pendel oder mit dem Band, ja, habe ich auch gerade daran gedacht, ja, manchmal macht mir die Neugier zum Beispiel, oder macht es mir so ein bisschen zu schaffen, weil es mir manchmal schwerfällt, dann fokussiert zu bleiben oder ja, konzentriert zu sein, ja, oder ja, Entscheidungen zu treffen in ja, eine Richtung. Nach dem Liedmotto ist ja alles so schön bunt hier. Ja, es ist alles sehr spannend. ja, ich glaube, was ich dann mache mittlerweile, das war auch so ein Weg, sag ich mal, oder ein Prozess, den ich gelernt habe für mich, dass ich trotzdem immer mal so ein bisschen schaue, gerade in beruflicher Hinsicht, inwieweit es dazu passt. Also inwieweit fühlt es sich für mich passend an oder stimmig an? Und manchmal mache ich auch Sachen, die erscheinen mir so im ersten Moment überhaupt nicht passend. Aber ja, das sind dann die Sachen, die ich wiederum im Nachhinein voll, ja, sehr gut nutzen kann, weil ich dann da ja, etwas gelernt habe oder mitgenommen ja, habe oder einen Kontakt getroffen habe, ja, der mich auf meinem Weg begleitet oder mich ja, irgendwohin weiterbringt. Ja. Deswegen glaube ich, hat es auch irgendwo etwas mit, ja, mit so Intuition oder Impulse von innen heraus zu tun. Also vielleicht nochmal zu dem, was du mich gefragt hast, kann es denn gefährlich sein? Ja. Also es kann sein, dass wenn du so eine, und bei mir weiß ich es, also ich bin meinen Mitarbeitern tierisch auf den Keks gegangen mit meiner Neugier. Das war so, oh Gott, jetzt kommt die Chefin schon wieder mit einer neuen Idee. Ja. Das kann dazu führen, dass man aneckt. Mhm. Es heißt aber nicht, dass ich meine Neugier zurückschrauben muss, um Entscheidungen zu treffen. Sondern es ist eher wie, wenn ich zusätzlich eine Sprache lerne, nämlich die Entscheidungssprache, dann lasse ich bewusst meine Neugier so hoch, aber ergänze sie um eine Entscheidungssprache. Und ich habe früher immer gedacht, ich müsste meine Neugier drosseln. Ja, dachte ich auch. War dann unglücklich. Mhm. Das ist mein Hauptmotivator. War dann ja, total unglücklich und unzufrieden, weil ich es nicht ausleben konnte. Und also im Nachhinein denke ich mir, mein Gott, wie bescheuert. Also es gibt doch nicht entweder oder, sondern es gibt doch auch sowohl als auch. Ja. Also Neugier zu lassen und andere Dinge, die hilfreich sind für den Alltag, wie man zum Beispiel gut Entscheidungen trifft. Mhm. Möchtest du da meinen Lieblings-Lieblings-Lieblings-Tipp haben? Ja. Die Autorin heißt Maja Storch, ist eine fantastische Frau, hält wunderschöne Vorträge und hat ein tolles Buch zum Thema Entscheidungen geschrieben. Okay, da werde ich. Kann ich nur empfehlen. Ich möchte euch alle, da, die ihr jetzt zuhört, neugierig machen. Maja Storch ist der Hammer. Hammer. Also mich hast du. Gut, gut. Also noch ein Beispiel. Du hast gesagt, du reist sehr gerne. Ja. Und lernst gern neue Länder, neue Menschen kennen. Wenn du jetzt da sehr neugierig bist und in Gebiete gehst, die einfach gefährlich sind momentan, weil da bürgerkriegsähnliche Zustände sind oder viel Kidnapping ist und so weiter. Und du sagst, ja, aber es ist ja toll dort. Da kann es auch sein, dass es sinnvoller ist, ein klein wenig die Neugier zwar zu lassen, aber ein klein wenig so ein Sicherheitstool mit einzubauen. Ja, das ist wahr. Weil dann kann dich sonst deine Neugier tatsächlich in gefährliche Situationen bringen. Mhm. Ja, klar. Also aber es wirkt auch oft in Kombination, ne? Also man kombiniert ja so bestimmte Tools mit der Neugier zusammen. Und das machen eben die meisten nicht, sondern sie schrauben ihr Neugier runter.
Sie drücken ihr Neugier weg, sie machen ihr Neugier klein, um die anderen Möglichkeiten und Werkzeuge und Tools einzubauen. Und das finde ich halt schade, weil nein, nicht die Neugier klein machen, sondern das andere ergänzend dazu machen. Ja, ja. Und seitdem ich das weiß, geht es mir sehr gut. Ja, ich habe gerade auch so ein... Ganz genau. Oh, Wahnsinn. Oh, vielen, vielen Dank für deine ganzen wertvollen Impulse, Gedankenanstöße, Werkzeuge, praktischen Tipps, Buchtipps. Ich möchte dich abschließend gerne noch fragen, ob es etwas gibt. Oder nein, stell dir vor, du stehst zum letzten Mal auf einer Bühne. Es ist, warum auch immer, wir wissen nicht warum, aber du stehst zum letzten Mal in deinem Leben oder im jetzigen Leben auf einer Bühne. Ja. Was wäre eine Botschaft, Satz, Message, was auch immer, was du den Menschen unbedingt bei deinem letzten Auftritt auf der Bühne mitgeben wollen würdest, weil es so wichtig ist, dass sie es unbedingt noch einmal oder mindestens dieses eine Mal hören müssen? Okay. Mein neuer Vortrag heißt Stay Hungry. Und damit meine ich also nicht nur den Hunger auf ein Käsebrot oder auf ein Eis, sondern damit meine ich den Hunger auf Leben, auf Lebendigsein, auf Lernen, auf Neugier. Also Stay Hungry ist für mich die Verkürzung von dem allen, diesen Lebenshunger, den Neugierhunger. Ich würde Stay Hungry sagen, weil das alles beinhaltet. Und ich habe vor ein paar Tagen gelesen, die letzten Worte von Stephen Hawking, die er gesagt hat vor seinem Tod, waren: seid neugierig. Und da sind mir fast die Tränen kommen, weil ich mir gedacht habe, genau das ist es. Ja. Langt dir das jetzt so als Abschlusswort? Ja, es ist ja wunderschön. Vielen, 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 vielen Dank, Margit, für deine Zeit, deine Gedanken. Ich bin mir sicher, dass es vielen Menschen etwas mitgeben wird und dass es die Neugier ein Stück weit aktiviert. In diesem Sinne, Kira, stay hungry. Vielen, vielen Dank. Danke, servus. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du nimmst dir das Motto Stay Hungry sehr zu Herzen und deine Neugier wurde gedeckt, sodass du dich ein bisschen mehr in der nächsten Zeit mit deiner eigenen Neugier beschäftigst und vielleicht auch ein Stück weit anders oder mit einer anderen Art von Neugier durch die Welt gehst und Dinge entdeckst. Ich wünsche dir damit ganz viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ein Hoch auf dich, deine Kira.